Hallöch meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück, Forza Horizon 4 mit dem Klingi. Hallo. Und wir haben ja ein Geschäft gekauft und die weltschnellste Autovermietung. Und dann starten wir mal, würde ich sagen, im Koop. Kapitel wählen, meine Kolonne, jetzt kann ich es auswählen. Lamborghini Veneno. Und als nächste Mission, da kommt dein Königseck dran. Was ein Agia oder Regia? Irgendwas mit E. Agia oder Regia? Ja, Nicht keine eh, Ahnung. sondern Also, eh. auch werden wir dann Ich habe sehen. die Kontakte Das eine und ist du hast Download, es. Auto. Ah, Naja, du hast noch ein paar Minuten Zeit, bis unser erster ich hab's eigentlich Kunde schon mal kommt. füllt, Wunsen. Ein 2013er Lamborghini Veneno. Nimm die Schlüssel und zeig Horizon, was er kann. Alle sollen über uns reden. Alle Kunden sollen wissen, dass wir es mit den Weltschnellsten ernst meinen. Wäre cool, Lamborghini. wenn's im Spiel noch Dings geben würde, den anderen. Wie heißt Nur eine kurze der? Da. Fahrt raus Six zum Grand Rapid. Cento oder Oh, Six hey da, Silentio oder unser so, was erster Kunde Sechstes ist Elemente. unterwegs. Ne, Also Sisto gib Gas. Elemento. Da ist ja komplett aus Carbon. Da ist selbst der Kordonwelle aus Carbon, alles. Er hat aber nur den V10 drin. Aber kriegt halt leider keine Straße zugelassen. Ich konnte es nachvollziehen. Ja, doch, weil er zu krass ist. Da haben wir meinen Sender verstellt. Schau ihn in die Fresse. Ein schöner Kreisverkehr. Absolut, Ja, schnell passen wir. mittendurch. Auch noch dazu, man muss ja nicht mehr driften. Und hier sind sie von uns abgeschwebt. Das ist richtig. Jetzt sind sie mir hinten reingeschwebt. Ja. Ja, aber Forza hatte sich mal so gedacht, stürzt mal ab. Au! Da einfach nach rechts, die eiskalte Sau. Ja. Hohe Aber warum kannst du nicht Geschwindigkeit. von rechts zu fahren? Ja, klar, ein bisschen die Kurve nehmen und alles. Ein bisschen schon mal voll anreißende Sau, jetzt wird's mit Tastatur spielen. Nach 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Lenken Sie leicht, lenken Sie mit Gefühl. Nur dann. Ja. Naja, haben wir auch noch genug Zeit. Ich hätte sonst, glaube ich, zwei Schön Sterne. gefahren. Ich lass ihn abholen und sauber machen. Müsste das jetzt Verschwinde hier aber lieber, auch bevor der sein. Kunde dich sieht. Ruf mich an, wenn du für den Ach, nächsten schönes bereit bist, Auto. okay? Mir schwebt da Ein was Stern. Skandinavisches vor. Ah, sieht schon ein bisschen abgespaced aus, ne? Aber halt auch nicht bezahlbar. Ja, ist halt ein Hypercar, ne? Beschiss. Absolut nicht beschiss, zahlbar das Teil. 1, noch was Millionen. Aber das. Ne, 2, doch was Ach, Millionen. 2 sogar schon. Boah. 1, noch was Millionen ist der andere, der. Den du am Anfang gespielt hast bei Forza Horizon 3. Och, ich hab den letztens noch im Kopf gehabt. Wie hieß er denn? Den Centenario. Ja, okay. Lamborghini Centenario. Der sieht auch mehr straßenmäßig aus. Weil der kostet auch so viel. König Egg 1-1. Naja, das ist die Sonderedition. Aber was du jetzt merken, der geht frisch ab. Ich weiß nicht, wie viel PS der Veneno hat. Deine letzte Aber Fahrt war Königsegg, unglaublich. Regera, Mein Agera, Handy das hat sind solche, die ununterbrochen haben alle über geklingelt. 1000 Das PS. nächste wird noch besser. Nur eine Sache. Hast du eine Sonnenbrille dabei? Egal. Nicht so wichtig. Königsegg 1-1. Ein PS für Das jedes sind Kilo halt Gewicht. Autos. Nur die Schweden können sich sowas Ach, Einfaches 1-1. und doch so Wahnsinniges einfallen lassen. Ja, Königsecke, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind mir schon wieder zu abgespaced. So ist Also, es aber, nee, abgespaced. abgespaced, eher zu krass in der Leistung. Ja, die und Bugatti, das sind eigentlich die sind erstmal ganz vorne und dann dauert es ein ganzes Stück, bis wieder was kommt. Naja. Leistungstechnisch. Oh lala. Da musst du bei jeder Kurve, reicht eigentlich, wenn du mit einem Halbgas fährst, da ist trotzdem so schnell. Aber das sind halt Autos, wo du sagst, 400 km/h, kein Problem. Ja, wo andere sagen, 300 km/h, kein Problem. Bei jedes Kilo ein PS. Krass. Ja, 370 bin ich schon. Ach ja, der Kunde kommt früher. Tut mir leid, wenn ich die Sonne Muss ich blende. unbedingt kaufen. Ja, 1-1 ist ja den. Ich weiß gar nicht, ob du den im Spiel kaufen kannst. Auf jeden Fall einen kannst du, also du kannst alle kaufen. Aber einen müsstest du halt downloaden, weil ich halt nur die Standard-Edition habe.
Und da kostet 1,69 €. Hm. Das heißt aber nicht, dass du das im Spiel, also im Spiel hast du es dann freigeschalten, aber nicht gekauft. Ah ja. Ja, das ist nur, dass du quasi wie durch den Autopass bekommst ja auch die Spiele. Ach du guter Gott. Sand, überall dieser Sand. Oder du kaufst 30 Autos für 25 Euro, 26 Euro. Kriegst halt die aktuellen Autos, die da sind, freigeschalten. Alter. Wie der lang zieht. Weißt du, keine Rolle spielt. Muss der Tankwart dein bester Freund sein. Und der Reifenhändler, weil so ein. Das Ziel 161 km/h solltest du drauf haben. Ja. Ich hatte bestimmt 300. Ich bin jetzt mit 346 durch. Wie fühlst du dich? Sehr gut. 359 hast du gerecht. Ich glaube, ich bekomme mein Ferrari rein. Ey, das wird deine Zeit bestimmt. Nö. Ach ne, ja. Tatsächlich. Ich dachte schon langsamer. Ah, hat sich gerade besser mit Dirty Teddy. 2 km/h. Haha, schick schön. Und Rizben. Hab schon. Wollen wir Freunde sein? Absolut. Was? Kriegen wir 150.000, sehr gut. 110.000. Siehst du, da haben wir jetzt das Geschäft schon rein. Mhm. Geil. Ich bin ja gespannt, was für tägliche Credits kommt, wenn da immer 300 Credits kommt, aber da muss ich das Spiel 5 Jahre spielen. So wird's sein. Ein Kapitel auswählen, Kolonne. Ferrari FXXK. Von 2014. Ja, ist gut. Das ist so ein. So hab ein sie Hybrid. Eingeladen. Ja, das ist so ein Hybrid-Teil, glaube ich. Mhm. Also, so dieser absolute Hypercar. Von. Ferrari. Weißt du noch, wie ich dir von dem Ferrari erzählt habe? Komm doch für eine Fahrt raus aufs Land. Du weißt schon. Um zu sehen, wie schnell er fahren kann. Und es ist der 2014er FXXK. Also vermutlich ziemlich schnell. Sehr schmale Lichter. Ja, eine LED-Leitzeit. Hm. Guck mal hinten. Ja, das ja. Ist, also der hat auch so einen. 1000 PS müsste er auch haben. Halt also auch wirklich mit Egel. Was war, hä, was ist denn das jetzt? 107. Oh, abgelenkt. Du musst nur das beschleunigen, ne? Gut, haben wir nicht geschafft, würde ich sagen. Ich gebe dem Kunden einen neuen. Jetzt hab ich's begriffen. Du hast nur die kurze Zeit, das zu machen. Ha, okay. Du musst ja quasi die Strecke auch nicht einhalten. Du brauchst nur rechts rumfahren und voll Läse geben, richtig? Ich glaube, wir müssen die Geschwindigkeit von 100, dürfen die Höchstgeschwindigkeit von 177 nicht unterschreiten. Ey, du musst erstmal Chantal beschleunigen auf 177. Genau, und dann in einer Minute 35 da sein. Also du darfst nicht unter 177 km/h fahren. Ja. Sie mir das vielleicht vorhaben, klar. Das weiß ich, das hab ich doch jetzt urarsch gesehen. Dann ja, haben Sie. Ich rede von dem Typen, da mich von Norbert. Aber das Schwarz in Mitte, naja. Um zu sehen, wie schnell er fahren kann. Und ein bisschen aus wie Pagani von vorne, oder? Jojo, ja, ja. Ja. Vermutlich ziemlich schnell. Ey, also die Spiegel sind aber hässlich. Weltraum. Die Spiegel sind hässlich. Hässlich. Lass ihn an. Dieses Ding beschleunigt wie eine Rakete. Eine Geschwindigkeit von mehr als 177,03. Alles klar, das wird ganz schön schnell. Vater, Achtung! Oh, 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 oh. Au! Oh. Einer schiebt einen an, der andere runden komplett weg. Du musst quasi nur 177, also darfst nicht runterfahren, ansonsten ist es 10 Sekunden ja. Zeit. Wie soll's mit dem Dreck, weiß ich. Also wenn der aufs Dreck, auf den Dreck fährt. Oh ja, die schöne Mauer. Kannst am Wochenende vorbeikommen, erstmal mauern. Ach.
Shit. Ach, der Schild hat auch aus Navi wie ich. Boah, das ist PKWs hier. Ja, du, da ist aber auch fix, ne? Mein lieber Herr, also das ist ja früher. Ali, wenn du wie das extrem merkst, wie die in der Kurve bei einer Geschwindigkeit, wie die kleben. Bei hinten immer der Spoiler beim Bremsen wieder ausfährt. Geil. Geil ist der. Genau. Huiuiui. Jetzt entspann dich. Gib dir doch den Lach. Geil, Ali. Das ist noch ein Punkt. Was? Ich bin zutiefst enttäuscht von ihrer Leistung. Ob wir gerade jetzt vor 8 Sekunden, ne? Ich bin gerade aus vor 8 Sekunden, ne? Das klingt wie, ich bin gerade aus hängen gekommen, lass mir erstmal Bier trinken. Gerade aus vor 8 Sekunden rein. Hast schon mehr ausgebracht, bin gerade aus vor 8 Sekunden rein. Ach, wisst ihr, wen ich vermisse? Was denn? Die Streamerin! Ihr habt ja mein Essen! Co-op Kapitel, meine. Zwenfu ST1. Zwenku? Zwenfu. Zwenfu, whatever. Oder Zonda, nee. Nee, Zwenfu, hab ich noch nie gehört. Mein nächster Kunde ist Däne. Jetzt haben wir so eine Samen lesen. Mit dem schwedischen Königseck gehört. Und die Dänen mögen es nicht so gern ausgestochen zu werden. Weder beim Fußball noch auf der Straße. Von daher. Sagt mir auch nichts. Du weißt ja jetzt, wie die Sache. Oh, ein Leuteluftkühler vorne, Alter. Hier sind die Schlüssel. Viel Spaß. Da Steine fliegt. Ah. Das sieht von hinten fast aus wie ein Nobel. Fahr nach Süden aus der Stadt raus. Was muss ich machen? Ach, zum Glitzer. Alter, wie sie einlenken. Wirklich, als würden sie mit Wasser durchspielen. Hinten sieht er fast aus wie andere Autos von vorne, oder? Dicken Backen da. Muss man mögen, glaube ich. Blitzer, by the way. Ja. Frage ist noch, wann kommt er? Auf jeden Fall nicht hier. Oh, nee, am Tor hängen geblieben. Ja, der Blitzer ist ja das Ziel. Ja, da musst du über 161 km/h schaffen. Ja, ne. Boah, da geht aber ganz schön in Drift. Das erkennt man gleich zu dem anderen. Ach, rechts wird mir noch ein Spiegel. Oder hast du rechts noch einen Spiegel? Ich hab noch einen Spiegel. Alles klar, hätte ich auch sehen können, dass es eine Kamera ist. Dann sind die ja auch nur so flach. Jo, das mache ich später wieder heile. Das auch. Ja, sobald du auf den auf Dreck kommst, das kannst du ihn aber wegschmeißen. Ja, ist wirklich so. Oh, hier vorne können ja schon mal Blitzer. Ne, da hab ich ja nicht mal annähernd Geschwindigkeit dafür. Und den 60 packen wir zwar locker, aber haben wir. Ich 3,31, ne, ja. Ja, hab ich auch gehabt, 3,31. Tempo oder Königseck? Jetzt kommt's auf der Kommastelle an. 3,32 haben wir jetzt hier. Und sag's auf keinen Fall dem Kunden. Ruf mich an, oh, 3 Sterne. Okay. So, gucken wir mal. Ah, 3,31, 63 hattest du, ich hatte 83. 0,2 Kommastelle. Aber da war jetzt auch fast Ende eigentlich, ne? Ja, ne, beziehungsweise halt extrem langsam, wenn's dann weitergeht. Ja. Also ab 300 hat er ja wirklich geknietscht. Ich weiß nicht, warum es hier immer diese Levels um, dass das so nach links und rechts trotzdem geht. Hey, jetzt habe ich schon Level 4 der Weltschnellsten. Ja. Es gibt da eh nur 10 und dann ist er eh Ritze, oder? Ich verstehe das immer nicht. Ach, wie es bin. Also du schaltest ja immer so dasselbe Gelümpe frei, ne? Erst 10.000, dann Wheelspin, dann, ja. Dann eine Nachricht für einen Chat. Ich habe ein Portkabel gekriegt. So, dann sag, wenn ich dich einläuten kann. Jetzt. Ja, sehr gut.
Dann merkt sich das S. Morden Wilkin. Oh, ja, das kriegst du auch nicht für die Straße zugelassen, das ist brutale Style. Von vorne, das hat er solche LED-Dinger nur. Musst du gleich sehen. Hast du den brutalen Spoiler. Gesehen, den Backführer Doku hergebracht hat? Sieht so krass aus. Naja, ich will ja nicht die Schau stehlen. Also habe ich den Gott des Feuers besorgt. Den Aston Martin Vulcan. 820 PS. Strecken- und Straßenzulassung und ein paar gesperrte Straßen für dich. Was? Ja. Straßenzulassung? Aber nicht in Deutschland. Kriegst du bei uns nicht lassen. Guck mal den Flügel an. Ja, ja. Komm, sei mal ruhig, mal zurück, wo dagegen rassierst du alle Köpfe ab. Verstanden? Was machst du? Los geht's. Radio ist. Achso. So steht er über der Arsch, ne? Die LED-Lights. Sind ja so richtig. Das sieht jetzt ein bisschen verschwommen aus, weil die hinten so richtig tief eingelassen sind. Das sind wie so Sticks, so Glas-Sticks, die da rausgehen. Und die leuchten komplett. Okay. Also, cooles Teil. Also, einfach eigentlich also so ein Track-Tool halt, ne? Auf den Track? Okay. Ja, also ja, nicht für den Dreck. Für Track ist schon klar. Ja, also für den Rennstrecke halt. Ja, ja. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. So, was ich überhaupt? Blitzer und. Umschlagen das. Oha. 233, okay. Ja, Schlipp, das können wir nochmal machen. Komm, ich steig nicht an. Du hast noch genug Zeit. Noch 2 Kilometer. Kannst das Auto auf die Position zurücksetzen? Ja. Ja, ja. Ja, sehr gut. Hast du mich zurückgesetzt? Nö. Das wird nix. Ich stecke hier im Fluss fest. Okay. Da kommt hier kein Millimeter mehr weiter. Ich bin jetzt auch im Ziel. Hätten wir, also ich habe nur 5 Sekunden Zeit sogar. Und was ich jetzt habe? Ne, das sehe ich ja jetzt nicht, ne? Nö. Nö. 300 waren es bestimmt. Das war's komplett. Ja. Müssen wir Zeit jetzt runterlöwen lassen, ja? Das ist richtig. Okay, was machst du so anders? Ja, Forza spielen. Geil, so. Ah, jetzt bin ich erstmal aus dem Fluss wieder raus. Jetzt ist spät. Naja, nur 3 Kilometer noch. Auf dem Dreck schafft er genau 30 km/h mit permanent durchdrehenden Reifen. Ab, Mike. Antrieb. Naja. Jetzt bin ich wieder auf der Straße. Okay, der Computer ist einfach weitergefahren, hat gerade Kontrolle verloren und wollte jetzt gerade im See. Wenn der Kunde sehr jetzt kommt und fragt, was wir machen, habe ich fotografische Belege. 320 km/h habe ich erreicht. Und ich kriege 3 Sterne dafür. Sehr gut. Ich dachte, es müssen immer 2 ins Ziel kommen. Dachte ich, hast du jetzt auch 3 Sterne gekriegt? Ja, ja. Ja, dann muss ich es nur einer machen. Ja, das ist damals so viel. Kannst du gechillt dich zurücklegen an dem See. Das ist richtig. Es war eher ein Fluss. Ein kleiner Bach. Ein kleiner Bach. Jetzt habe ich erst den Respin gekriegt, sonst konnte ich aber drehen. Tja, dann das ist das Level up. Aber wahrscheinlich schon, ne? Ja gut, ja, da klicke ich das für mich gemacht, kein Problem, das muss nicht wiederholen. Richtig. Gut, war ein cooles Auto, aber dafür 2, was kostet 1,5 oder so, Kapitel wählen, Kolonne. Den kriegst du aber auch auf X. Pagani Zonda Klicke. Das ist ein Auto, wo man sagen muss, das ist halt Mittelmotor. Herzigig auf der Hinterachse. Hm. Also auch, sobald du auf den Seitenstreifen kommst und Vollgas gibst. Unser heutiger Kunde will etwas Entspannendes. Boah. Eine schöne Lenken. Weißt du? Aber in etwas Elegantem. Etwas Exklusivem. Etwas Italienischem. Also habe ich ein Pagani Zonda Cinque besorgt. Davon gibt's nur 5. Hey. Wir müssen doch auf unseren Ruf achten. Ja, tö. Aber auch solche hässlichen Spiegel. Ah, haben die alle. Weil halt das Cockpit so klein ist, kannst du die Spiegel nicht direkt da dran festmachen. Seine Strecke ist festgelegt. Zeig ihm, was die Welt schnellsten. Magst schon beim Beschleunigen. Einmal ein bisschen schief gemacht, kommt da gleich ein bisschen. Phase zum Zielort. Was haben wir? 1,55. 5 Kilometer. Hä? Bei dieser Gelegenheit wenden sie auch die jetzt hier bei mir. Hä, was machen die jetzt hier? Wir sind schon richtig. Die wollten mich jetzt gerade hier nochmal drehen lassen. Tö. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts
rechts abbiegen. Wir kennen dann das Fahrzeug. Das sind halt so. Das sind halt so richtige Saugermonster, ne? Die haben halt UV-12. Zumindest die meisten, die ich kenne. Aber halt auch richtig Hubraum, ne? 8 Liter und sowas. Geile Teil, ne? Ah, hast ja gehört, von dem gibt's 5. Die bauen dann manchmal noch davon noch Sonderedition, ne? Da hast du dann mal ein Cabrio. Und dann hast du von den 5 sind 2 Cabrios. Und also wirklich, dass du einen von beiden, die es weltweit gibt. Das ist richtig krass. Und so einen zu sehen, ich glaube, eher gewinnst du 5-mal im Lotto, oder dass du so ein Auto siehst überhaupt. Komm für den nächsten vorbei. Ich habe schon ein paar Ideen. Da war zu schlecht. An der Stadt bin ich bald vorsichtig gefahren. Sollte man ja auch machen in der Stadt. Ja, theoretisch, ne? Die motivieren hier in der Stadt zu rasen. Ich glaube, mit so einem Auto, wenn du da wirklich nur 50 fährst, mal, ne? Schläft das Ding ein. Und du sagst, ich hab den noch im Stadtverkehr zum Gucken. Weißt du? Ja, ich glaube, wenn du da keine Zylinderabschaltung oder so hast, das Auto kommt sich doch komplett verarscht vor. Dass du sowas von verstoppt. Nach 50 Kilometer, wenn du dem auf der Autobahn anfährst, dann brennt das sich erstmal richtig aus. Das ist mal Qualme. Kapitel, Kolonne. Welches Kapitel ist das? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 4 haben wir noch. Und jetzt kommt der Hennessy Venom. Oh ja. Von vorne Lotus Exige. Oder Lotus Elise kennst du vielleicht. Und hinten ist es Ford GT Aufbau. Krasses Auto, für Höchstgeschwindigkeiten für 400 plus. Schön, dich zu sehen. Da gebaut. Dieser hier hätte das schnellste Serienfahrzeug der Welt sein können. Was? Wenn sie genug davon gebaut hätten, dass es als Serienfahrzeug gelten könnte. Das ist der 2012er Hennessy Venom GT. Handarbeit. Auf Geschwindigkeit und Leistung ausgelegt. Und aus diesem Grund an dich ausgehändigt. Sieht ja erstmal so nach nichts Neues, ne? Ja, von vorne halt ein Lotus. Der Lotus hat normalerweise, von hinten sieht er zwar aus wie ein Lotus, weil der Grundaufbau ist wie beim Ford GT. Sehen, was du für Zahlen schreibst. Also quasi das Auto ist in der Mitte immer wie durchgeschnitten. 346 Minimum. Ja, das siehst du. Halt reines Endgeschwindigkeitsbiest. Wir fahren hier durch die Stadt mit 300, darfst du keiner erzählen. Ja. Weil wenn das jener spielt, ja, macht gerade Führerschein. Also gestern, ne, da bin ich 300 gefahren. In der Stadt, da hat auch niemand was gesagt. Jetzt gehen sie vom Bremspedal runter. Oh, das ist eine Kurve, Aber auf der Bremse ist er nicht ideal, Da waren wir das gewöhnt für die letzten drei Strecken, ne, gerade drüber heizen. Ja. Jetzt wollen sie hier abbiegen. Boah, Alter. Jetzt wollen sie hier abbiegen. Bei Forza Horizon 3 hatte ich den als Auto gekauft. Oh. Mit richtig kleinen Chromfelgen und so einem ockerfarbenen so Perlmut-Effekt. Oh shit. Das ist doch eine Gerade, da musst du auch gerade fahren. Also bei mir kannst du es vergessen, das war auch noch ein Auto gerannt. Jetzt müssen sie reisen. Oh ja. Warte mal, ich habe noch 48 Sekunden, ich kann einfach nochmal um. Obwohl, ob das was wird. Ja. Haben sie gerade was gerannt? Nö. Okay, dann fangen wir das noch so. Gut, hab's mit 360 geschafft. Mal Gas geben, oder? Jetzt komm ich. Voll verkackt nach dem Kreisverkehr, also richtig. Nee, das wird nicht mal annähernd was. 2,33. Genial. Erstmal durchschnaufen, bevor der Kunde kommt. Ja, gut. Habe ich's mal gerissen, ohne vergessen. Das ist auch nur ein Stern, Alter. Naja, macht wie gesagt 400 plus. Deswegen ist ja nicht nur der Reifen, der Tankwart dein bester Typ, sondern auch der Reifenwindler, weil die Reifenmischungen über 400 km/h, dass die halten, kosten richtig Schotter. Also, mit 10.000 Euro ist da nicht viel. Okay. Nur für die Reifen, ohne Felgen, ohne alles, ne?
Aber die können es ja theoretisch schon bei dir drauf schmeißen, oder? Bringt ja doch nicht. Nö, nee, das bringt ja nichts. Es ist halt einfach nur, dass sie es nicht aushalten. Normale Reifen würden da halt so warm werden, dass sich die Lauffläche wahrscheinlich irgendwann lösen würde. Mhm. So, Q-Up, Kapitel wählen, Kolonne, was haben wir denn noch? Bugatti Veyron. Veyron oder Chiron? Veyron. Der alte noch. Also ist nicht der ganz alte. Der ganz alte ist auch wieder im Spiel, der EB110. Hm, hab ich schon gesehen. Den hast du auch schon bei mir gesehen, den habe ich mich als Modell, der FXXK 187 oder so. Den größer. Angerufen. Das hier ist der 2011er Bugatti Veyron Supersport. 3 Jahre lang das schnellste Serienfahrzeug der Welt. Gehört dir bis... Keine Sorge, wir haben Zeit. Ich halte sie hin, wenn es sein muss. Da waren wir wahrscheinlich beim letzten Kapitel dann in Chiron fahren. Ich meine, der Kunde will, dass du ihn in die Highlands hochfährst. Technische Kurven und lange Geraden zum Durchpowern. Ja, ich glaube, das wird dir gefallen. Jetzt war der Spoiler aus. Bei 200. 161 nicht unterschreiten. Ja. Hast du es gesehen? Ja, hab ich gesehen, auch bei mir. Ja. Okay, nicht auf der Strecke konzentriert. Ah, ist mal blöd. Gleis fahren. Jetzt müssen wir wieder geradeaus durch den Kreisverkehr. Ja. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. In 400 Metern rechts abbiegen. Scharfe Rechtskurve voraus. Nicht zu langsam werden. Oh ja, nicht zu langsam werden. Oh, 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 oh. Oh, 0,8 Sekunden. Schwein gehabt. Hm. Lange Abfolge von Berko. Finde deine Linie. Benutze die Bremsen und zieh stramm durch. Und hey, vergiss den Spaß dabei nicht. Vergiss den Spaß dabei nicht. Also ich sag mal so, das ist ja schon ein anstrengendes Fahren dann, ne? Ja, ja. Vor allem Konzentration. Weil immer wenn du bremst, wie sich der Spoiler aufstellt. Aber das ist echt so krass was? Ja, richtig krass was. Das ist ja im Endeffekt, wenn du so siehst, nur ein, naja, ein Teil, ein kleines Teil am Auto. Ja, aber du musst ja sehen, da gibt es auch eine Statistik drüber, wie Luft ist. Luft ist ja jetzt bei uns normal, kannst ja für dich ja keinen Widerstand. Ja, ja. Aber ab 100 km/h ist Luft schon so wie Schlagsahne. Also. Ja, ab 200 km/h ist ja Luft dann schon so wie, ja, als würdest du durch den Pudding gehen. Okay. Und bei 300, 400, das wird dann immer härter quasi. Und da muss dein Auto ja durch. Und wenn du da einfach was in den Wind reinstellst, dann hast du da natürlich, ist ja klar, ne, das trifft dann da voll auf. Und umso mehr bremst es dann natürlich auch. Okay, es wird Zeit. Bring den Veyron zurück. Der neue, also. Bring ihn zurück. Nächstes Mal was genauso Gutes. Und wenn du so fährst. Nur ein Stern? Ja. Wow. Wenn du so normal fährst und hast ja da normale Spoiler, das erzeugt dann nur zusätzlichen Anpressdruck, dass du nicht aus der Kurve fliegst. Ja. Und mit dem Hochstellen ist halt dann wirklich Bremswirkung. Wie so ein Bremsfallschirm gedacht. Ist ja. Hat halt auch den Vorteil, wenn du bremst, geht das Gewicht vom Auto nach vorn. Mhm. Sprich, hinten die Bremsen bringen dir dann ja nicht viel. Du hast ja nicht so viel Reibung drauf. Ja. Durch den hochgestellten Spoiler drückt sie ihn halt auch hinten noch wieder ein bisschen mehr runter. Dann bringen hinten deine Bremsen wieder ein bisschen mehr. Also. Ford GT müsste das auch haben. Fast das legendäre Emoticon bekommen, schade. Tobi, 1988 ist hier mit einem Huracan. Hm. Hat Level 40. 40 gerade, so, aber wisst ihr was, ihn machen wir noch, ein gutes. Wie viel haben wir da insgesamt noch? Ach, 2 haben wir dann nur noch, 2000, so. Ah ja, komm, können wir gleich noch komplett durchmachen. Wird mal ein bisschen länger, die Folge. Ihr habt ja nichts dagegen, ist ja eh der letzte. Der letzte, ja. Für die Season. Achso. Für die Season. Angekündigt nicht, mit 2000 wollen wir gucken. Das wollen wir gucken. Oh, dann kann man mit einem Benz nichts falsch machen. GT. Ein 2017er AMG GT. Achso, genau. Von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Das ist stehende Monte Uhrheit. Ich hab keine Ahnung, was Monte hat. Achso. Achso, der hat den auch. Oder hat der GTS? Gibt's ja auch noch, oder? Den gibt's auch noch, ja. Ja, dann hat er den GTS. Ich sag mal so, den hab ich schon live gesehen. Das Ding wurde für Querfeld-Einfahrten mit Stil gebaut.
Ich leg dir eine Strecke fest. In 100 Metern rechts abbiegen. Ah, es ist ein Fehler. Aber merkst du den Unterschied? Das ist halt ein Sportauto, ne? Es kommt dir jetzt richtig langsam vor gegen die anderen, die noch gerade gefahren sind. Ich auf dem Goodwood Festival of Speed gesehen habe. Ich war da, weil ein Fahrer seinen Schlüssel in seinem zugesperrten Auto vergessen hatte. Frag nicht. Man muss aber wohl sagen, der hat ja jetzt hier vielleicht die Hälfte von den PS wie die Autos, die wir vorher gefahren sind. Hm. Ja. Vorher in den Kracher hatten ja alle über 1000 PS, kannst du sagen. Ja, gut, der Pagani nicht, aber. Also soundtechnisch, ich weiß auch nicht, ne? Das klingt halt wie so ein typischer europäischer V8. Hm. Und da hat, glaube ich, auch nur die 4,4 Liter Maschine, die kleine drin. Bis 6,2 Liter V8 gibt's ja gar nicht mehr. Ist halt nicht zu vergleichen mit einem Ami V8. Mhm. Ja, der ist ein Schrotz. Geht ja am Hennessy Venom zum Beispiel. Hat auch nur ein paar. Ach, viel zu langsam den Berg hochgekommen, du Scheiße. Wow, das sieht aus wie in der Werbung. Wunderschön. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Ich werde mal mit den Lizenzleuten reden. Vielleicht ah, das hätte schneller sein können. Okay, lass es hier. Ich übergebe es dem Kunden. Und mach dich für den nächsten Anruf bereit. Denn bald habe ich was ganz Besonderes. Etwas wirklich Unglaubliches. Wollen Sie mich da? Regen, ja. Außer hätte schneller sein können hinten, der hat die letzte große Rechtskurve, die so bergauf ging. Ja, ja. Da hab ich gedacht, dass er davon ausschießt. Das ist total langsam gewesen. Das Grün sieht aber in Wirklichkeit geiler aus. Jetzt so ein bisschen wie. So, dann gucken wir mal, was wir als letztes haben. Ich hab noch zwei. Nein, das war jetzt der vorletzte. Achso. Deswegen, ich hab zwar gerade, ich hab jetzt noch nicht drauf geachtet, ich hab jetzt nur auf den vorletzten gekauft. Also, blapp. Koop. Kapitel wählen. Kolonne. Ein. Ja, gut. Das wird dir, denke ich mal, nicht gefallen. 3 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, was daran besonders ist. Ich hab's jetzt noch nicht gehört, aber naja, gut. Was, 3 Minuten? 3 Minuten für 3 Sterne. Und das Auto Mercedes. Weißt du, als ich dieses Geschäft angefangen und dich eingestellt habe, McLaren. Hab genau, also McLaren, ja. Moment schon in meinem Kopf ausgemalt. Das ist der ganz neue. Das ist ja, 2018, den viele so hässlich finden. Wie ich an den gekommen bin. Bring ihn einfach runter zum Festival und zeig jedem, dass er. Aber da hat auch aktive Aerodynamik, wirst du merken beim Bremsen. Mhm. Er stellt auch den Spoiler so extrem auf, der hat auch einen fetten Spoiler. Ach du Heimatland, ja, mehr wie fett. Zeig, was er kann. Das ist beim Bremsen richtig krass, sieht das aus. Aber bei dem kleinsten Kratzer. Oh ja, keinen Schaden nehmen. Er hat selbst noch Frontstoßstange, hat er aktive Aerodynamik. Hm. Also Flügel, die sich umstellen in der Frontstoßstange. Okay. Ach du Scheiße, da können wir jetzt gar nicht über. Ach, ich scheiß trotzdem über den Kreisverkehr drüber. Mal gucken, was ja, passiert. Ja, gucken wir, was an Schaden passiert. Ach, kannst vergessen. Ich mal ein Viertel. Krasseste war das erste Schild, was ich mir geraucht habe. Ich sag, dass die Leute schon auf dem Festival sind. Ach, so schnell. AP findet den ja komplett hässlich. Okay. Also, wenn du den so dastehen hast, also, wenn du einsteigst, okay, dann musst du von außen nicht mehr sehen, aber. Fahrleistung ist halt, wo er sagt, das Ding soll ja extrem Bombe sein. Ne? Und das ist natürlich, ja, ist ja nach Schönheit, nach Fahrleistung, das ist halt so eine Sache. Oh shit. Mal bremsen, damit du siehst, wie der Flügel hochgeht. Hab mal eine komplette Mauer mitgenommen, sagen wir es mal so. Wie viel Schaden? Ja, 60. Oh, ich auch. Das ging aber jetzt schnell. Da ist einfach rübergezogen. Da war irgendwas auf der Straße. Oh Mist. Das ist er. Der Grund, warum
ich meinen Job liebe. Boah, jetzt habe ich Zeit verschenkt. Das wäre bestimmt Gold, also dreimal drei Punkte gewesen. Der lenkt doch extrem leicht. Also wenn ich so auf der schnellen Geraden immer kurz antitsch, dann macht er ja gleich einen Satz. Einen absoluten Satz macht er, ja. Och, Mann. Kurz an, wie schnell der Flügel hoch und runter geht, das lässt sich mit dem Bugatti gar nicht vergleichen. Extrem krass. Oh, ich habe ein Dutzend weiterer Kunden auf der Warteliste, aber nichts, was du jetzt noch fährst, kommt daran. Setz dich doch zur Ruhe, wenn du willst. Ach, das führt direkt zum Festival. Ja, ja, direkt zum Horizon Festival. Ach, das ist voll scheiße. Hätte ich diesen einen komischen Fehler da nicht gehabt, ist das so rausgerutscht werden. Das war bestimmt 3 Sterne gewesen. Ich war so schnell unterwegs. Eine Fresse. Uiuiui. Aber schnelles, gutes Auto, muss ich sagen. Mal im Showroom in Edinburgh vorbei, ja? Sag doch mal Hallo, oder? Ein Stern. Ein ganzen. Dann Witz. Du schlecht. Ah, Stufenaufstieg. Es dauert jetzt schon ein bisschen, ne? Nee, das ist halt einfach. Normalerweise hast du 10 Kapitel und dann 10 Level, wenn du alles mit 3 Sternen abschließt. Und den untersten, den Stufenaufstieg. Achso, den untersten, ja. Das dauert. Das ist richtig. Aber na gut, in dem Sinne. Sind wir fertig, richtig. Sie haben das Wort. Ja, würde ich sagen, ist es Sonntag? Nee, Freitag nicht. Wann kommt es? Es ist Freitag. Ja, dann auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende und wie gesagt, wenn wir das hier vormachen und wir sind ja Vorbilder, dann trotzdem nicht reisen auf der Straße. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!